Hallo, ich bin Maike und heute lernen wir lokale Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ. Es gibt Wechselpräpositionen. Danach kommt manchmal ein Akkusativobjekt und manchmal kommt ein Dativ. Aber wann? Das erkläre ich euch heute in diesem Video. Ihr kennt vielleicht diese Präpositionen schon. An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Hier ist immer ein roter Ball, der Ball und eine Kiste, die Kiste. Wo ist der Ball? Wir machen mal das erste zusammen. Ich glaube, das könnt ihr alle. Genau. Der Ball ist in der Kiste. Der Ball ist in der Kiste. Was meint ihr? Was müsst ihr auf die blauen Linien schreiben? Welche Präposition? Versucht es erst einmal alleine und haltet das Video doch mal an. Genau, das habt ihr richtig gemacht. Wo liegt der Ball? Der Ball liegt in der Kiste. In der Kiste. Wir haben jetzt Dativ. Warum haben wir Dativ? Die Frage ist, wo? Wo liegt der Ball? Und wir haben keine Bewegung. Der Ball bewegt sich nicht, no movement. Der Ball liegt. Das ist unser Zeichen für liegen. Und nach der Frage, wo kommt dann Dativ? Aus die Kiste wird im Dativ der Kiste. Der Ball liegt in der Kiste. Der Ball liegt unter der Kiste. Der Ball liegt auf der Kiste direkt darauf. Der Ball ist oder liegt über der Kiste. Hier ist noch ein Zwischenraum. Auf, über. Der Ball liegt hinter der Kiste. Der Ball liegt zwischen den Kisten. Für zwischen brauchen wir zwei. Und das ist dann Plural. Der Ball liegt zwischen den Kisten. Zwei Kisten, Plural ist die Kisten. Und im Dativ wird aus die den. Der Ball liegt zwischen den Kisten. Der Ball liegt vor der Kiste. Der Ball liegt an der Kiste. Kein Zwischenraum direkt daran. Der Ball liegt neben der Kiste. Da haben wir einen Zwischenraum. Also, wir merken uns keine Bewegung. Dann haben wir Dativ nach der Präposition in und allen anderen auch. Aber wann benutzen wir den Akkusativ? Wohin lege ich den Ball? Jetzt kommt Akkusativ. Denn wir haben nicht mehr das Verb liegen mit i, sondern legen. Und wir fragen, wohin? Hin ist immer Bewegung, Movement. Wir nehmen den Ball und ich bin Subjekt und ich lege den Ball irgendwo hin. Dann kommt Akkusativ. Die Kiste, im Akkusativ bleibt es die Kiste. Plural zwischen die Kisten. Ich lege den Ball in die Kiste. Ich lege den Ball in die Kiste.
Ich lege den Ball unter die Kiste, auf die Kiste, über die Kiste, hinter die Kiste, zwischen die Kisten, vor die Kiste, an die Kiste, neben die Kiste. Bewegung, wir fragen wohin, Akkusativ. Jetzt üben wir einmal. Wir fassen noch einmal zusammen die Grammatik. Unsere Präpositionen: neben, zwischen, in, an, unter, auf, über, hinter, vor können wechseln. Entweder fragen wir wohin, hin, dann geht es um eine Bewegung. Im Satz wird etwas bewegt. Und wir haben zum Beispiel das Verb legen. Danach kommt Akkusativ. Ich lege den Ball in die Kiste. Ich lege ihn in die Kiste. Oder wir haben keine Bewegung. Und wir fragen, wo? Wo ist der Ball? No movement. Und der Ball liegt. Dann kommt Dativ. Der Ball liegt in der Kiste. Jetzt machen wir die Übungen. Der Ball liegt. Genau. An der Kiste. Präposition an, direkt dran. Und wir haben gesagt, es ist die Kiste. Und wir sind im Dativ an der Kiste. Warum? Weil der Ball Subjekt ist und wir haben hier das I. Wir haben das Verb liegen. Es ist also keine Bewegung. Keine Bewegung. Und deswegen haben wir Dativ und unsere Frage ist, wo liegt der Ball? Der Ball liegt an der Kiste und bewegt sich nicht. Er liegt fest. Dativ an der. Und ihr sollt jetzt immer die Präposition, wo ist die Position vom Ball und den richtigen Artikel von die Kiste, entweder der für Dativ oder die für Akkusativ, herausfinden. Was wird gefragt? Wo oder wohin? Stellt das Video jetzt mal auf Pause und versucht es erstmal selber. Gleich machen wir es zusammen. Okay, so sieht die richtige Lösung aus. Ich lege den Ball auf die Kiste. Bewegung. Ich bin Subjekt. Kein I. Wir haben legen. Präposition auf. Und die Kiste ist im Akkusativ. Bewegung. Ich frage, wohin lege ich den Ball? Der Ball liegt in der Kiste. Dativ. Präposition in und Frage, wo liegt der Ball? Liegt. Keine Bewegung. Der Ball ist Subjekt. Der Junge legt den Ball neben die Kiste. Das ist Akkusativ. Bewegung. Der Junge ist Subjekt. Der Junge legt den Ball neben die Kiste. Wir fragen, wohin legt der Junge den Ball? Nächste. Der Ball liegt zwischen den Kisten. Plural, zwei Kisten. Und der Ball bewegt sich nicht. Wir haben Dativ Plural. Aus die Kisten wird den Kisten. Und wir fragen, wo liegt der Ball?
Dativ. Keine Bewegung. Das Mädchen legt den Ball unter die Kiste. Da fehlt ja noch eine Bewegung. Unter die Kiste. Das Mädchen ist Subjekt. Und wir haben Akkusativ, eine Bewegung, deswegen die. Und wir fragen, wohin legt das Mädchen den Ball? Akkusativ, unter die Kiste. Der Ball liegt hinter der Kiste. Dativ, keine Bewegung. Der Ball ist Subjekt. Hier ist ein I und wir fragen, wo liegt der Ball? Ich hoffe, das Thema Wechselpräpositionen Dativ oder Akkusativ ist dir näher gekommen und du hast es verstanden. Im nächsten Video üben wir das nochmal mit anderen Verben. Es wäre super, wenn du es selber jetzt mal probierst und mir in den Kommentaren mal einen Satz schreibst mit Akkusativ und einen mit Dativ. Du hast sicher noch andere Ideen als nur Ball und Kiste. Ich gucke mir das dann an und ich freue mich aufs nächste Video. Tschüss!